Hallo und herzlich willkommen zum, ich nenne es mal einfach, Abschlussvideo von 2011. Es haben Leute mich angeschrieben, so mal, kaufst du nur alten Scheiß? Nein, tue ich nicht. Das heißt, ich kaufe natürlich auch neuen Scheiß. Ha. So, und das sind die Games, die 2011 rauskamen und die ich dann überraschenderweise auch 2011 gekauft habe. Fangen wir mit der neuen Konsole an. Natürlich habe ich ein 3DS und Pilot Wings Resort ist derzeit mein einziges Game. Ich habe also nicht das Remake von Ocarina of Time mir zugelegt. Ich habe auch noch nicht das Remake von Star Fox. Was ich wahrscheinlich machen werde, ich werde mir wahrscheinlich Mario Kart 7 holen, weil das ist das wert. Das ist ein nettes Game, aber wie schon gesagt, nur nett müsst ihr nicht unbedingt haben. So, apropos nett. Die PSP-Abteilung. Third Birthday, der dritte Teil von Parasite Eve. Parasite Eve 1 war großartig, kam natürlich nie in Europa raus, wie sich das für gute Games gehört. Parasite Eve 2 ist okay, war aber auch nicht sensationell und das Ding ist mit Abstand das schlechteste. Für Sammler als PSP-Version interessant, weil es ganz guten Content hat. Ihr seht, die Box ist ein bisschen größer, da ist eine Menge drin, aber braucht man nicht unbedingt. Dissidia 012, wer den ersten Teil mochte, der kann hier zugreifen. Hier habt ihr neue Charaktere, ihr habt ein paar neue Optionen, ihr habt also auch Lightning aus 13. Aber es erzählt nicht viel Neues. Also ihr werdet sogar sehen, dass dann irgendwann eine Story kommt, wo man denkt, oh, wir spielen das gleiche Game nochmal. Ja, und das tut ihr dann auch. Also für PSP-Besitzer und Final Fantasy, die können zugreifen. Alle anderen sollten Finger weg machen. Apropos Finger weg, die Konsole, die tot ist. Kommen wir auch mal kurz zu. Ich glaube, das weiß ich gar nicht, ob es das in Deutschland schon gibt. Ich habe es aus England. Das ist das Game zu den Olympischen Spielen 2012 von Mario und Sonic. Ist ungefähr genauso gut wie die anderen beiden Games, bringt aber nicht viel Neues. Ist man schnell durch, ist ein Party-Gag ganz gut wert, aber braucht ihr nicht unbedingt. Ist aber ganz nett. Ja, das Zelda. Was soll man dazu sagen? Skyward Sword spaltet die Massen, trennt die Massen. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, oh, das ist das geilste Zelda aller Zeiten, Alter. Die haben auch wahrscheinlich noch nie eins gespielt. Ich habe mit der Entscheidung gelebt, wie Leute gesagt haben, das ist Wind Waker im Himmel und damit kann ich auch ganz gut leben. Der Grafikstil gefällt mir gar nicht. Ich weiß, jetzt schreien ein paar Leute. Der Soundtrack ist bombastisch genial, den habe ich auch zum besten Soundtrack des Jahres gewählt. Ja, aber es ist mir für ein Spiel, das 25 Jahre Jubiläum sein soll, einfach zu wenig. Es ist okay, es ist gut, es ist besser als Twilight Princess, aber es ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Klassiker. Xbox 360, auch nur zwei Spiele dieses Jahr. Auch eine Konsole, wo wir wahrscheinlich wissen, dass es bald die Xbox 720 gibt oder wie immer sie heißen mag. Forza 4, das für mich deutlich bessere Gran Turismo 5. Unglaublich stylisch, unglaublich toll. Wie schon die Limited-Fassung müsst ihr haben, wer eine Xbox 360 hat, sollte dieses Ding haben. Das Ding ist ein toller Racer, macht Spaß, sieht unglaublich gut aus. Und ist Pflicht. Gears of War 3, ein würdiger Abschluss einer unglaublich guten Trilogie. Der dritte Teil ist fast sogar der beste. Da kann man diskutieren mit dem zweiten und so. Aber das Ding macht alles richtig, storytechnisch richtig. So muss ein Abschluss einer Serie sein. Macht bitte keinen vierten Teil. Damit ist dann Gears of War auch eine legendäre Trilogie. Alle drei Teile gut. Der dritte kam ja zum ersten Mal in Deutschland raus. Jetzt könnt ihr wieder überlegen, was ich davon halte. Ist aber auf jeden Fall ein tolles Game. Zugreifen. Kommen wir zu PS3. L.A. Noire, ein unglaublich starkes Adventure von Rockstar. Auch wenn es ein bisschen aussieht wie ein Grand Theft Auto in den 20er oder 30ern, oder ich glaube 40er oder wo es jetzt genau spielt. Es ist ein unglaublich starkes Adventure. Und was Rockstar an Gesichtsanimationen und sonstiges rausgeholt hat, ist enorm. Hat viel Spaß gemacht, ist aber wirklich nur was für Leute interessant, die auf Point-and-Click-Adventures standen, auch wenn es ein bisschen anders aufgebaut ist. Prinzip ist es eben Grand Theft Auto als Point-and-Click-Adventure. Damit muss man leben und das muss man mögen. Aber sonst toller Titel. Ja, Mortal Kombat, für die, die es auch offiziell kaufen können. Sicherlich das beste Prügelspiel des Jahres 2011. Beste Story eines Prügelspiels 2011. Ein unglaublich starker Titel dieses Jahr. Wer irgendwas mit sowas anfangen kann, muss zuschlagen. Sofern er natürlich zuschlagen kann. Ihr wisst, glaube ich, was ich damit meine. So. Kommen wir zum nächsten. WWE 12. Ja, bestes Wrestling-Game des Jahres. Ist auch keine Leistung, kommt ja auch immer meistens nur eins raus. Story-Mode mag ich nicht. Den finde ich albern. Alles andere finde ich ganz gut gelungen. Also ist mal wieder so die übliche Abteilung. Gut gewollt, einigen Punkten wieder nicht so gewollt, wie wir es haben wollen. Aber
wer auf sowas steht, kann da zugreifen. Uncharted 3, storytechnisch vielleicht nicht so stark wie der zweite, grafisch natürlich exorbitant und überhaupt, wer eine PS3 hat, der kommt an diesem Titel nicht vorbei. Der muss zuschlagen und wer das nicht tut, dem kann ich auch nicht helfen. Holt euch allein, das ist Landschaften, das ist Urlaub. Als Game, das muss man zocken. Die PC-Abteilung. Fangen wir mit den Witcher 2 an. Da diskutiere ich noch mit mir, ob ich mir den besser gefällt als der erste. Die Box muss jeder haben. Also die Limited-Fassung ist so genial, was hier reingestopft wurde. Pflicht. Pflicht, Pflicht, Pflicht. Wer mit dem ersten was anfangen kann, hat gefälligst auch sich den zweiten zu holen. Starkes RPG, starkes Ding. Grafisch echt klasse. Skyrim, ja, für viele Spiel des Jahres, für, glaube ich, die meisten Leute, die auch nicht wissen, was sie da sagen sollen, schreiben das auch gerne nach. Toller Titel, tolles RPG, genug Glitches drin, wo man denkt, okay, vielleicht hätten sie doch nochmal ein Jahr gebraucht. Aber ganz ehrlich, wer auf RPGs steht, kommt an diesem Ding dieses Jahr nicht vorbei, ganz einfach. Da braucht man nicht großartig sagen, kauft es euch. Batman Arkham City. Nicht so stark wie Arkham Asylum. Ist ein bisschen zu sehr Open World. Ja, ich drehe mal ein bisschen um. Seht ihr zu sehr meine Hand? Das ist doof. So, das sieht besser aus. Batman Arkham City. Toller Titel, auf jeden Fall. Wieder der dunkle Batman, nicht der 60er Jahre. Oh, heiliges Rollkälchen, Robin. Ganz toller Titel. Stark, ist aber vielleicht nicht so gut wie Arkham Asylum. Aber trotzdem, wer sowas mag, zugreifen. Dead Rising 2, off the record. Ja, Dead Rising 2 Fans werden wahrscheinlich die Hände gegen den Kopf schlagen. Die, die Dead Rising 2 nicht haben, die werden diesen Titel lieben. Es ist nichts anderes als ein böser DLC als Vollpreistitel verkauft. Nicht unbedingt stark. Sicherlich immer noch ein gutes Game, auch mit Frank West in der Rolle ist das besser als mit unserem komischen Biker vom zweiten Offiziellen. Ja, aber die 2 Stunden Zusatzcontent reichen für mich nicht, dass es ein neues eigenständiges Game ist. So, Bulletstorm. Unreal Tournament trifft Gears of War in lustig. Wer auf einen Fun-Shooter steht, kommt an diesem Ding nicht vorbei. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sich an diesem Ding meckern und sagen, wie schlecht und wie grausam und wie billig die Story. Ja, das soll alles sein. Wenn ihr dasselbe Spiel Duty Calls euch mal anseht, dann wisst ihr, in welche Richtung das geht. Das ist kein Battlefield, das ist kein Call of Duty. Das Ding meint nichts ernst. Damit muss man auch mal leben. Wer es ernster haben will, der kann zu Dead Space 2 greifen. Absolutes Gore-Fest. Wesentlich anderer Horror als der erste Teil. Nicht so psychologisch, sondern hier geht es zur Sache. Ganz einfach. Wer das nicht mag, sollte es gar nicht erst anfangen. Independent-Titel gibt es ja auch genug. The Binding of Isaac fällt mir noch so ein. Magica Plus ist so die Komplettversion von Magica. Wer auf so einem Diablo-Klon steht mit einer Menge Humor und einer Menge Seitenhieben, muss man zuschlagen, macht echt Spaß, ist wirklich gut. Auch wieder ein Game, ich kann schon eine eigene Liste machen von Sachen, die es in manchen Ländern nicht gibt, wie Dead Rising 2, off the record ja auch. Dead Island ist ein Open-World-Zombie-Shooter, ist ganz lustig, ich hatte eine Menge Spaß, ich weiß, die Leute regen sich darüber auf, dass es nicht so ist wie im Trailer, aber das habt ihr doch wohl ernsthaft nicht erwartet, ne? Weil dann hätten wir das Beste gehabt. Man kann es immer so sagen, es ist so Lost mit Zombies, wer sowas mag, wird hier seinen Spaß haben, kann man zuschlagen, ist ein guter Titel, ist vielleicht nicht der Kulttitel, aber ist gut. Kult hingegen, Monkey Island Special Edition, beide Games in der Special Edition, da muss ich nicht großartig sagen, es ist Monkey Island. Wer Monkey Island eigentlich kennt, den kann ich sowieso nicht ernst nehmen und die Special Edition muss ein Sammler haben. Ganz einfach. Was ihr nicht haben solltet, ist der Mann mit dem goldenen Gun. Duke Nukem Forever, Enttäuschung des Jahres und da bleibe ich auch bei, hat nichts erfüllt in keiner Kategorie und ich habe schon gar nichts erwartet. Und da bin ich witzigerweise nicht allein, sondern da gibt es eine Menge, die gleiche Meinung haben. Lasst die Finger davon, das Ding ist schlecht und selbst wenn es irgendwann mal am Wühltisch kriegt, macht auch noch einen Schritt davon. Vielleicht irgendwann mal ist dieser Titel auch mal gut, dieser ist es nie. Für mich, Spiel des Jahres, klar, Portal 2, das liegt daran, weil der Singleplayer genial ist, der Multiplayer ist genial. Das ist das, was Games eigentlich bieten müssen. Die müssen nicht das bieten, was man einfach ganz klar sagt, dass man einfach sagt, okay, das ist hier wie bei, was weiß ich, Call of Duty Singleplayer, geht 5 Stunden, der Rest ist toll im Multiplayer. Ein Spiel muss beides bieten und das macht dieser Titel. Und da bin ich sehr zufrieden und deswegen ist das für mich auch Spiel des Jahres. So, das waren
die Games von 2011 in 2011. Wir sehen uns dann 2012 wieder. Dann geht's weiter mit der Videopack-Edition. Und dann machen wir weiter, My Collection. Ich sag schon mal danke, wünsche euch einen guten Rutsch. Und wir hören uns 2012 auf jeden Fall wieder. Tschüss, tschüss.